man denn von mir? Tatsächlich, guck mal mit meiner Hand. Ja, bis hier so. Das ist ja doof. So, heute sind wir in Breda, in den Niederlanden. Und wie ihr seht, es ist voll. Die haben noch bis 4 Uhr nachts gefeiert gestern und die stehen hier beide top gestylt und wach. Engländer halt. Good morning. Good morning. Hey, how are you? Good morning. Hi. How are you? Okay, you alright? How was your night? Oh, you look good. Yeah. Take off your sunglasses. No, I'll take them off. We got in about 4 o'clock this morning, though, I know that. Yeah? Yes, yeah. We did. Did you? Filmst du immer noch? Ja, ich filme noch, ja. Ja. Wir haben jetzt gerade hier einen kleinen Zwischenstopp. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Und ja, saßen jetzt gerade unten in so einem Ballsaal mit schönem Klavier und echt lecker Essen. Hier gibt es den besten Burger, den ich hier gegessen habe. Und zwar da draußen.
ich muss echt mal ein großes Lob an den Veranstalter aussprechen, weil das ist echt einer der besten, am best organisiertesten Veranstaltungen, auf denen ich dabei war. Hätte ich nicht gedacht, ich bin positiv überrascht. Unter anderem hat er uns hier so ein Roadbook gemacht. Das Gute ist, hier hat er auf jeden Fall auch so mit beigeschrieben, in jeder Straße, wo Blitzer sind oder so Geschwindigkeits... Okay. Und ja, wie gesagt, jetzt hier ein Zwischenstopp. Und das, was ich auch noch richtig gut finde, ist, hier macht keiner Druck. Du kannst hier ganz in Ruhe essen, trinken, alles kostenlos. Ich meine, es hat natürlich auch hier ein bisschen was gekostet, aber es gibt Veranstaltungen, die sind teurer und die sind wirklich überhaupt nicht annähernd so gut organisiert. Das hier war nur ein zweistelliger Bereich. Ja, also, absolut bezahlbar. Preislich ist auf jeden Fall Preis-Leistung top, sehr gut. Und Organisation top, die Leute sind top, die Autos sind top. Und jetzt müsste nur noch die Sonne scheinen, dann wäre alles top.